Das mehr habe ich nicht gesagt. Die Hafenkante wieder mal. Ne? Komisch gelaufen. Ich liebe alles daran. Und mit Mümmel hatte ich übrigens auch recht. Ja, aber du bist mit so Mümmel. Ein Troll. Ich war da unten am Stehen, als er gekillt wurde. Ja, mit deinem Warlock. Ja, das weißt du doch nicht, ob ich ein Warlock bin. Natürlich. Ja, meine. Natürlich. War das der Kill ganz am Anfang, überlegen, warum kann der denn bitte wissen, was ich für eine Rolle bin? Was soll er denn für eine haben? Ja, und Stubby hat dann Sheriff. Warum wusste er das? Keine Ahnung. Ich war am Stehen. Ich war gesehen. Und du bleibst einfach stehen. Stich. Charo nutzt die Opportunity. Opportunity, genau. Viel Spaß. Faro, der Taktiker, der die Opportunity nutzt. Chio, bisher glaube ich nix. Nicht. Wie lange ist das denn her? Yeah. Ich bin einfach der geborene Detective schlechthin. Yes, yes, yes. Detective Terste am Ermitteln. Mit dem taktischen Verständnis. Zwei Leute Office, einer Electrical. Zwei Leute gecleant. Zwei Leute halt gecleant, ne? Now. Der Buton, der Buton. Ja, es sind zwei Leichen verschwunden und ja. Irgendjemand eine Idee bei Vulches oder Cleaner? Nö. Ich glaube, der schon. Ich glaube, Katze ist fein. Ich glaube auch, ich bin fein, ja. Ich habe gerade Terste gesehen, aber der ist nicht irgendwo. Oh, Stufe war nett, glaube ich. Ja. Also, Stufe ist. Stand in der Trap vor Lab. Bist du bekifft? Nee, bin ich nicht. Nicht? Stucki ist aber auch komisch gelaufen, deswegen. Also, ich denke mal, dass er in der Trap stand. Das lässt sich nicht mehr los, Faro, ne? Vor dem Lab. Ja, du bist tot. Ruhe da. Sonst hole ich die Würfel raus. Ja, das Problem ist, wir haben hier anscheinend eine Vulture. Oder ein Cleaner. Das ist ja nicht mein Problem. Ja, aber das Problem ist nicht der Cleaner. Zum Beispiel, Stucki war tot und hat, das war locker 10 Sekunden gedauert, bis er gecleant oder gefressen wurde. Oh, Terste kann nicht die Vulture sein. Nee, aber Frage. Gibt's jetzt, wenn das wirklich stimmt, was du gesagt hast, dann gibt es drei verschiedene Möglichkeiten. Einmal, der Cleaner ist wirklich eine Vulture. Zweitens, die Möglichkeit, dass der Kollege ein Bounty Hunter ist und früher killt und den Cowdern des anderen nicht einschätzen konnte. Und drittens, die Möglichkeit, dass die sich getrennt voneinander bewegen und erst im Nachhinein aus Zufall die zweite Leiche gefunden haben. Ja, Terste, der Grund, warum ich sagen kann, dass kann man so der Grund, warum Terste es nicht sein kann, ist, weil da der Geist immer noch geschwebt hat unten in Admin, aber da keine Leiche mehr lag und Terste in dem Moment erst mit mir aus Specimen rauskam. Also Terste kann den Kill, der in Admin lag, weder gemacht haben noch gefressen. Boah, Katze! Alter, wenn du damit nicht aufhörst. So, hab ich mich gerade erschrocken. Ich hab... Woher wollte denn, dass es eine Vulture ist und nicht ein möglicher Cleaner? Ich hab doch gerade gesagt. Und was für Geist? In Runde 1 siehst du keine Geister. Keine Leiche noch? Ich hab mich auch ein bisschen gewundert über den Geist. Tja. Was? Siehste, Claire, niemand mag Claire's Planing. Dann ist niemand mag das, wenn du Sachen erklärst. Claire's Planing. Junge. Ja, ich.
Das war ein Button. Wir mussten halt jemanden voten. Deshalb habe ich auch nicht gevotet. Der kam da aus dem Vent, oder nicht? Oh. No. Ich wurde gerade verrückt genannt, weil ich am Überlegen bin, nochmal einen Master Maschinenbau zu machen. Also Faro ist noch nicht lange tot. Ich bin ja, ein bisschen verwirrt. Der ist aber. Aber alt. 5, 6, 7 mindestens. Ja. Weißt du, was ich richtig erste, wo liegt finde? Der denn? Unter Koms. Wen hast du überhaupt reported? Unter Koms liegt der. Wurde jemand gefressen? Nee, unter Storage. Mhm. Wen hast du dann reported? Weiß ich nicht. Okay. Mal ganz kurz. Also, ich war in Office zusammen mit Faru. Dann kommt auf einmal Maimel ran, geht an diese Cardswap-Desk, die wir alle gar nicht haben, fake die und rennt raus und Faru ihm hinterher. Ja, Maimel ist auch hier sehr sass mit dem Movement. Aber Maimel ist tot. Maimel macht eine Task, die gar keine Task ist, weißt du, die wir gar nicht haben. Wir haben den Cardswipe. Das war ich auch sau oft. Stand der auf dem Cardswipe oder rechts vom Cardswipe? Ne, er stand genau davor. Also genau, als ob er sie machen würde. Vielleicht hat er ja die Clownsnase auf. Ja, was hat er sie ja wirklich gemacht, weißt du's? Und Faro ist auf und da vorne in ihm hinterher. Wir sind jetzt also an dem Punkt angekommen, wo wir wieder normales Task faken, was super viele Leute einfach machen, um Leute auf die falsche Spur zu bringen. Einfach legitim outcallen. Haben die sich beide... Ja, aber das war ja so offensichtlich. Aber warum erwähnst du es dann, wenn es so offensichtlich war? Ich kann sein, dass Faru Maimel gekillt hat. Weißt du, die sich vielleicht gegenseitig gekillt? Aber wollte ich Fake wirklich auch oft task? Maimel war schon eine Weile länger tot als Faru. Ah, okay. Ja, meine Intuition, warum ich das sage, ist eventuell, dass Faro, es könnte sein, dass Faro Maimel geschossen hat und Faro hat irgendwie... Also Katze kam, glaube ich, aus dem Fend, aber da bin ich mir nicht so sicher. Wieso mich? Ich habe die Task gemacht, Terste. Du hast mich gewotet. Das kann einfach... Terste hat mich gewotet. Terste ist da aus dem Lab rausgewendet und unten zur Storage gelaufen. Der wurde auf mich beweist. Wow. Wo war der? So, wir steppen einmal in O2 rein, Leute. Oben ist Voldemort drin. Da ist Dasher. Der Flash. Wir gehen einmal zu Dasher. Ja, die Frage ist, also, na sicher, na klar. Also, guck mal, die Sache ist die. Nee. Ja. Wir hören. Die Leiche liegt an den O2-Flaschen und Voldemort kam von da. Na, ist das mit Shoshi runtergelaufen? Das kommt auch ungefähr mit dem Flash hin. Nee, das ist der Kill. Von da wegläuft. Der Flash war gerade in Office, weil es kann Shoshi nicht gewesen sein, sonst wäre es im Gang zu O2 runtergelegen, weil die mit Volde zusammen runter ist. Genau, sie ist mit mir zusammen runter, sie ist aber dann irgendwo nach O2 abgebogen, ich bin geradeaus runter, bin dann in Communications Terste begegnet und
Terster ist zuerst. Du hast was gesucht, Terster, ne? Ja, Dasher, weil, pass auf, also Dasher habe ich gekreuzt bei Weapons. Du warst ja in Koms drin, Wolde. So. Und Dasher ist nämlich Richtung O2 gegangen. Der ist übrigens auch gerade sehr leise gewesen. Und ja, da liegt er jetzt scheitot. Also entweder Dasher oder Wolde wahrscheinlich da gekillt. Wer hat von euch Licht angemacht? Vivi. Ich glaube, ich war. Das war ich. Ist Vivi. Auch raus. Ja. Der war nämlich in den also Dasher, du bist, und ist nach rechts gelaufen. Dasher, du bist ja nach links nach O2. Was hast du denn gemacht da? Ja, ich bin nach Electrical hoch. Also ich kam aus... Ja. Hast aber Licht nicht angemacht, ne? Ja, weil Vivi, weil ich ja in O2, ich bin in O2 reingekommen und dann hat Vivi schon gefixt und dann bin ich hoch. Na sicher, na klar! Na klar! Ja? Ja. Klingt nach Bullshit. Ich glaub, der erste ist da was auf der aber Spur. Wer war an den Camps? Das warst du, Vivi, Vivi, oder? Knechti. Knechti? Knechti war an den Camps. Knechti war an den Camps und der ist nach rechts rausgelaufen. Okay. Wer ist safe? Hallo. Nee, nee, wer ist also, vor gesagt, dem ersten hab... Leiter, wo wir da oben waren? Wer war da an Camps? Bevor Joshi, ich mit Joshi runter bin. Knechti. Da war ja. Ah, Knechti war das. Knechti gar nicht gesehen. Ich hab dich und Joshi gesehen. Ja, Sapalot nochmal. Ich keine Ahnung. Ja, sag es dem Eden noch mehr. Aber Vivi könnte doch einfach runtergewendet sein und getötet haben. Und nee, es war hinter mir gegen die Tür zu. Ach so, wir wollten auf 5 nicht? Na sicher, na so. Klar! Aber was, hä? Du sagst mich und votest Dasher? Ja, ich finde Dasher mehr sass. Ich sag, der hat da gekillt. Passt auf, ich hab's gecallt. Da ist Voldemort hingegangen. Gerade auf einen Platz da. Ich verstehe nicht, warum dann nicht mitgevotet wurde, gerade also, auf Dasher. Ja, verstehe ich auch nicht. Vivi, darf ich dir eine Frage stellen? Ist das nicht schon eine Frage, Stuggi? Ja, ich weiß doch. Ja, aber warum Vivi, fragst du dann Stuggi überhaupt? Mein war die Wünsche. Vivi, darf ich zwei Fragen stellen? Die erste habe ich schon gestellt. Ja. Was wolltest du mit deiner Trapper-Info eigentlich noch machen? Was hat noch gefehlt? Aber sie wusste ja nicht, wer drin war. Ich wusste ja nicht, wer in die Trap drin ist, außer bringt du, Stuggi. Ich hab's nicht gesehen. Soll ich sagen, oh cool, wir haben Vampire und Ninja, das bringt niemandem was. Ja, dann wirst du also sicher nicht wissen, welche Rollen drin sind. Ich habe ja im Endeffekt gesagt, ich habe im Endeffekt ja gesagt, dass ich... Dass er auch in der Trap stand, da schon. Also, nee, da bei dem Vote auf 5 hat es sehr gekracht, muss ich sagen. Ne? Ich habe ja quasi gesagt, der Scheiß ist der Killer. Aber du hast auch Voide behalten. Ja, war ja auch Killer. Ja, aber ich war dann verwirrt, weil ich nicht wusste, wen ich voten soll und hab geskippt, weil ich dachte, dass Stuggi Killer gewesen wäre tatsächlich. Also Terste, du hast mich komplett aufgenommen. Ich dachte auch, Plur war Killer und dann dachte ich, die Wahrscheinlichkeit, dass da ein... War er also. Warum dich? Also einer der Imposter dabei ist, ist halt ziemlich hoch und ich dachte, wir haben einen Killer. Weil du für mich offensichtlich weggewendet bist und am Ende, ganz am Ende, wo keiner mehr reden konnte, auf einmal behauptet hast, ich wäre, könnte der Killer sein, weil ich kam vom Wendt. So, ich wäre gewendet, obwohl ich wirklich nur Tats gemacht habe. Ja, ich kam halt aus, ich war kurz in Deacon drin, da war halt noch keiner bei den Kabeln, kam ich raus und dann kamst du halt von den Kabeln. Ja, ja, ich habe halt... Na sicher, na klar, ja, ja. Aber Dasher, eine Frage noch, ne? Freunde, an der Stelle, ich sag einmal herzlich willkommen zur Abmoderation. Wenn euch die Runde gefallen hat, Freunde, lasst gerne kostenlos ein Abo da. Das wäre klasse, das wäre super. Und checkt unbedingt unseren Terste-Channel aus, Freunde. Der Link ist in der Videobeschreibung. Schaut euch mal Lockdown-Protokoll an. Ist ähnlich wie Among Us. Macht es gut. Ciao, ciao.